Yeah. Bass. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sioxychan 187, so, ich hab für euch ein neues Video. In diesem Video geht's darum, ich zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr für die Old-Gen-Konsolen, nicht für die Next-Gen-Konsolen, Autos duplizieren könnt. Kommen wir zum Video, let's go! Als allererstes braucht ihr die Mission, die ich im Video verwendet habe. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Habt ihr die Mission zu eurem Spieler zugefügt, danach fährt ihr einfach zum Eclipse Tower in die Garage. Seid ihr in der Garage drin, dann muss am Ende der Garage ein Missionskreis sich befinden. Ist es der Fall, danach geht ihr einfach rein und bevor ihr das Rennen startet, müsst ihr den Renntyp ändern, nämlich auf .zu.GTA. Wenn ihr das nicht macht, funktioniert der Glitch nicht. Habt ihr das alles so gemacht, danach startet das Rennen und ihr müsst dann einfach aussteigen, steigt einfach in einen Rebell ein. Oxygen Reduction. Jetzt ist es ganz wichtig, ihr drückt dann auf Dreieck gedrückt halten, auf Respawnen und wenn ihr knapp vorm Respawn seid, müsst ihr R2 drücken, um rauszufahren. Das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert der Glitch nicht. Habt ihr dann alles richtig gemacht, dann muss es wie in meinem Fall der Buffalo sein, den ihr gerade aus der Garage fährt. Ist es der Fall, danach könnt ihr das Fahrzeug 1-2 Sekunden nicht bewegen, weil es gerade rumbuggt. Sobald ihr das Fahrzeug bewegen könnt, zieht ihr einfach das Handy raus, geht's auf Jobliste und bricht einfach die Mission ab. Ich werde euch empfehlen, den Spawn auf letzter Ort umzustellen, weil ich da sicher bin, dass der Glitch richtig funktioniert. Ihr könnt es natürlich testen und mir dann in die Kommentare schreiben. Was ich noch dazu sagen möchte, ich weiß es nicht, ob es mit jedem Fahrzeug funktioniert, aber mit einem Fahrzeug funktioniert es zu 100% und ihr könnt das Fahrzeug so oft verkaufen, wie ihr wollt. Nämlich das funktioniert mit dem Buffalo S. Ihr könnt es gerne mit dem Adder oder mit dem Panther ausprobieren. Wenn es klappt, könnt ihr es mir gerne in den Kommentare schreiben. Jetzt denken sich bestimmt ein paar Leute, warum ich eigentlich Videos produziere für die Old-Gen-Konsole. Ich kann es euch einfach nur sagen, es gibt immer noch ein paar Spieler, die keine PS4 haben oder keine PS4 wollen. Mich hat zum Beispiel gestern oder vorgestern einer geschrieben in den Kommentaren, ob ich jemanden kenne, der für die Old-Gen-Konsole Videos produziert, weil er kaum Kohle hat auf der PS3. Deswegen bin ich heute auf die Idee gekommen, dass ich heute mal ein Video produziere und auf meinen Kanal hochlade für die Old-Gen-Zocker, weil es gibt immer noch ein paar Leute, wie ich gerade gesagt habe, die einfach keine PS4 haben und trotzdem kaum Kohle haben. Ich lasse euch natürlich wie immer das Gameplay im Hintergrund laufen. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wie gesagt, jeder Like, jeder Abonnent motiviert mich, mehr Videos hochzuladen. Peace out rein, mein Name ist Oxygen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Oxygen reduction. Oxygen reduction. Oxygen reduction.
Oxygen production.